gibt die Lösungsmenge folgender Gleichungen an. Die Grundmenge ist dabei die Menge der rationalen Zahlen. Was passiert eigentlich mit der Lösungsmenge, wenn aus der Gleichung die Variable herausfällt? Das will ich jetzt hier mit diesen beiden Gleichungen schnell zeigen, weil es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. 2x plus 3 ist gleich 2x plus 3. Wenn ich jetzt diese Gleichung so umforme, dass auf der linken Seite die Zahlen mit x stehen und auf der rechten Seite die Zahlen ohne x, passiert Folgendes. Ich muss diese 2x mit der Strichumformung also verändern mit minus 2x und dann folgt für die linke Seite 2x minus 2x sind 0, also stehen hier noch plus 3 und rechts stehen ebenfalls noch plus 3. Aus dieser Gleichung ist jetzt die Variable herausgeflogen. Das lässt jetzt für die Lösungsmenge zwei Schlüsse übrig. Entweder Lösung 1, die Lösungsmenge ist gleich der Grundmenge, das heißt, ich darf alle beliebigen Zahlen einsetzen, die auch in der Grundmenge vorhanden sind. Oder Möglichkeit 2, die Lösungsmenge ist leer. Um herauszufinden, welche dieser beiden Möglichkeiten gültig ist, schauen wir uns die letzte Zeile an. Hier heißt es, 3 ist gleich 3. Ist diese Gleichung richtig, so folgt daraus, dass die Lösungsmenge gleich der Grundmenge entspricht. Ich darf also für x jede beliebige Zahl einsetzen und es kommt immer das gleiche raus, also immer die richtige Lösung. Das kann man übrigens auch hier gleich schon vornherein sehen, wenn die linke Seite gleich der rechten Seite ist, also vollständig identisch, kommt als Lösungsmenge die Grundmenge raus. Kommen wir zu Fall 2. Hier haben wir stehen 2x plus 5 ist gleich 2x plus 3. Wenn ich jetzt wieder umforme mit minus 2x, heißt die nächste Zeile 5 ist gleich 3. Die Variable ist aus der Gleichung herausgefallen und übrig bleiben Zahlen ohne Variable. Auch hier gilt jetzt wieder, es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Lösungsmenge aussehen könnte. Möglichkeit 1, die Lösungsmenge, entspricht wieder der Grundmenge. Oder Möglichkeit 2, die Lösungsmenge ist leer. Dafür schauen wir uns wieder die letzte Zeile an. Hier heißt es, 5 ist gleich 3. Diese Gleichung kann natürlich nicht sein, weil 5 ist nicht 3. Und daraus folgt, egal welches x ich einsetze, diese Gleichung kann nie erfüllt sein und folglicherweise ist die Lösungsmenge hier leer. Diese zwei Dinge gilt es zu beachten, wenn die Variable x aus der Gleichung herausfällt.